Hallo und herzlich willkommen zu meinem Crashkurs fürs Bio-Abi. Wir befinden uns in der Rubrik Typische Lehrerfragen und wollen hier insbesondere für die Bestnoten in der mündlichen Mitarbeit arbeiten. Wir sind heute im Bereich der Coenzyme, Leben und Energie, als Basiskonzept, insbesondere heute Stoff- und Energieumwandlung, natürlich auch Struktur und Funktion. Aber wir beginnen erstmal mit einer Wiederholungsfrage. Was bedeutet Enzym in der Biologie? Das solltet ihr mittlerweile wissen. Und die richtige Antwort wäre, Enzyme sind Proteine, die als Biokatalysatoren fungieren und chemische Reaktionen in lebenden Organismen beschleunigen, indem sie die Aktivierungsenergie herabsetzen. In dieser Definition ist allerdings etwas Wichtiges noch nicht enthalten und das würde jetzt mit der nächsten Frage erarbeitet werden. Was ist das Besondere bezüglich von Enzymen in Bezug auf die Struktur? Und da wisst ihr sicherlich, dass ihr das Induced Fit Model hier anwenden könnt, denn ihr wisst ja, dass nach diesem Modell Enzyme ihre 3D-Struktur leicht verändern können und logischerweise gehen sie dann nach der Reaktion mit dem Substrat wieder in ihre Ursprungsstruktur zurück. Und das ist ganz wichtig, denn dadurch können Enzyme ganz viele Millionen Reaktionen katalysieren. Ein Beispiel dazu ist das Enzymkatalase, welches bemerkenswert effizient ist. Und das kann Wasserstoffperoxid zu Wasser und Sauerstoff umsetzen. Und man nimmt an, dass ein einzelnes Katalasemolekül bis zu mehrere Millionen Reaktionen pro Sekunde katalysieren kann. Und so ein Katalasemolekül kann bis zu mehrere Stunden und sogar bis zu mehrere Tage aktiv sein. Nun könnte es weitergehen mit der nächsten Frage. Es gibt neben Substraten auch andere Strukturen, die manchen Enzymen bei ihrer Arbeit helfen können. Wie könnten diese hilfreich sein? Vielleicht helfen diese Strukturen den Enzymen, Substrate zu binden oder die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Eine weitere Antwortmöglichkeit wäre, sie könnten auch helfen, dass die Enzyme ihre Struktur ändern, um sich besser an das Substrat anpassen zu können. Eine weitere Antwort wäre, möglicherweise sind sie auch in der Lage, spezifische chemische Gruppen für die Reaktion bereitzustellen. Damit wären euer Lehrer oder eure Lehrerin sicherlich sehr, sehr zufrieden. Und sie könnte dann weiter sprechen. Diese Strukturen, die wir hier betrachten, nennt man Coenzyme. Dabei steht das Co für Zusammenarbeiten. Diese sind tatsächlich in der Lage, zum Beispiel Protonen oder Elektronen auf bestimmte Substrate mithilfe eines Enzyms zu übertragen. Was muss logischerweise mit dem Coenzym nach der Übertragung, zum Beispiel seiner Protonen oder Elektronen, passieren, damit diese Reaktionen wiederholt ablaufen können? Ja, natürlich müssen sie wieder regeneriert werden, ansonsten wäre es ja gar nicht möglich, dass sie wieder Protonen und Elektronen übertragen. Also müssten sie erneut Protonen und Elektronen aufnehmen. So, das Ganze jetzt mal in einem Modell. Und ihr könnt versuchen, das Ganze schon mal mit eigenen Worten zu erklären. Ich würde das Ganze zweimal durchlaufen lassen und beim ersten Mal schaut es euch nur an, beim zweiten Mal versucht ihr dann mal dazu zu sprechen. Kennt ihr Beispiele für solche Coenzyme? Bedenkt, dass diese Strukturen sind, die immer wieder regeneriert werden und bestimmte Moleküle oder Elektronen und Protonen übertragen können. Eines solltet ihr auf jeden Fall kennen, und zwar ist das das ATP. ATP, also Adenosintriphosphat, gibt ja eine Phosphatgruppe an andere Moleküle, zum Beispiel Glucose, ab, um diese energetisch anzureichern. Dadurch entsteht dann ADP, also Adenosindiphosphat, welches anschließend wieder zu ATP regeneriert werden muss. Das habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört, die Energiewährung in den Zellen.
Es gibt aber noch ein weiteres. Bei der Zellatmung kennen wir übrigens ein Coenzym, das NAD, welches in der Lage ist, Protonen und Elektronen aufzunehmen und an einen anderen Ort zu transportieren und dann wieder auf andere Moleküle zu übertragen. Dies ist die Grundlage für die ATP-Synthese. Was geschieht mit dem Coenzym, nachdem es Elektronen und Wasserstoffatome akzeptiert hat? Das ist eigentlich nochmal eine Festigungsfrage, denn das haben wir ja gerade geklärt. Das Coenzym NAD+ wird reduziert, das ist also eine Reduktionsreaktion. Es wandelt sich in seine reduzierte Form um, zum Beispiel NADH. Manchmal lesen wir auch NADH plus H+, weil zwei Protonen übertragen werden. Dabei ändert sich seine Struktur und es speichert die übertragenen Elektronen und Wasserstoffatome. Im weiteren Verlauf passiert dann das Folgende, das könnt ihr euch nochmal in Ruhe durchlesen. Ja, hier findet ihr das Handbuch zu den Lehrerfragen und Schülerantworten. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht und bringt euch weiter in eurem Biologiewissen und bringt euch auch zu Bestnoten, nicht nur in der mündlichen, auch in der schriftlichen Arbeit. Ganz liebe Grüße und viel Erfolg. Tschüss, euer Exi.